Mein Name ist Nicole Wolf. Ich bin Sprecherin der Bürgerinitiative Gesundheitsverträgliche Funknetze im Landkreis Gifhorn und die Vorsitzende des ÖDP-Kreisverbands Gifhorn. Heute, am 25. April 2020, ist der globale 5G-Protesttag. Aufgrund der Corona-Beschränkungen verlagern wir unsere Kundgebungen, Infostände und Demonstrationen auf die digitale Welt. Für diese Kundgebung beschäftigen wir uns mit 5G als das geplante Internet der Dinge und der damit verbundenen massiven Erhöhung der Strahlenbelastung für die Umwelt. Deutschland, wir stimmen nicht zu. Wir sind gegen 5G, weil die körperliche Unversehrtheit nach Artikel 2 Grundgesetz das höchste Gut und mit aller Kraft zu verteidigen ist. Auch wenn uns die Mobilfunkindustrie gern etwas anderes erzählen möchte, nachdem sie einschlägige Studienergebnisse diskreditiert und ignoriert. Tausende Studien belegen massive biologische Effekte mit negativen gesundheitlichen Folgen. Eine Auswahl finden Sie in einer kategorisierten, sehr übersichtlichen Datenbank, von der aus Sie sich zu den jeweiligen Originalstudien klicken können. emfdata.org. Wir sind gegen 5G, weil uns die Grenzwerte nicht schützen, denn diese berücksichtigen die tausendfach bewiesenen biologischen Effekte nicht. Das ist schlicht und ergreifend ein Riesenskandal. Wir sind gegen 5G, weil die ICNIRP, die Internationale Kommission für nicht-ionisierende Strahlung, bestehend aus mobilfunknahen Wissenschaftlern, dem Bundesamt für Strahlenschutz als einzige Beratungsinstitution dient. Dabei gibt es durchaus andere, höchst wissenschaftlich arbeitende Institutionen, denen die Gesundheit der Menschen das Wichtigste ist. Zum Beispiel die Diagnosefunk oder die Kompetenzinitiative. Deshalb fordern wir das Bundesamt für Strahlenschutz auf, die Monopolstellung der ICNIRP zu unterbinden, die Erkenntnisse anderer Wissenschaftler zu berücksichtigen und in der längst überfälligen Überarbeitung der Grenzwerte einfließen zu lassen. Alles andere ist unwissenschaftlich. Wir sind gegen 5G, weil mit der massiven Funknetzaufrüstung unsere Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 Grundgesetz noch mehr verletzt wird. Es handelt sich bei eindringenden Funknetzen um digitalen Hausfriedensbruch mit der Folge der Körperverletzung. Wir sind gegen 5G, weil strahlungsfreie Gegenden der Erholung dienen und ganz besonders dem Schutz der tausenden elektrosensiblen Menschen, die es zweifelsfrei gibt. Die Diskreditierung dieser Menschen als Hypochonder ist nichts anderes als ein überheblicher Bevormundungsversuch. Gegen strahlungsfreie Gebiete sprechen ganz klar die zehntausenden Satelliten, die aus dem All selbst die entlegensten Regionen mit Internet versorgen sollen. Diese sind konsequent zu regulieren. Wir sind gegen 5G, weil die Strahlenbelastung für Kinder auf ein Minimum zu reduzieren ist. Das sieht selbst das Bundesamt für Strahlenschutz so. Der flächendeckende WLAN-Ausbau in Schulen und womöglich Kindergärten ist deshalb kompromisslos abzulehnen. Wir sind gegen 5G, weil uns unsere Freiheit wichtig ist und wir einen Überwachungsstaat ablehnen. Was mit einer massiven Digitalisierung möglich ist, sehen wir derzeit in China, in der ein Überwachungsstaat installiert wurde, der bei Orwells 1984 nur angedeutet wurde. Wir sind nicht technologiefeindlich, aber für uns gelten ganz einfache Prinzipien. Und ein sehr wichtiges Prinzip ist Freiheit und Sicherheit zuerst, Digitalisierung danach.